Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir wollen jetzt hier mal rein im Auftrag der Rosengarde. Ist zwar derselbe Dungeon wie letztes Mal, aber naja, wenn die uns immer an denselben schicken, warum auch nicht. So, hier hatten wir doch glaube ich eine Tür gehabt, oder? Ne, hier war keine. So, dann gehen wir mal hier runter. Wieder ein paar Riesen töten. Aber wir wollen ja auf jeden Fall hier schauen, wie das dann aussieht. Mit den Rängen und so weiter in den anderen Gilden. Also quasi... Quasi in anderen Bereichen dieselben Gilden, sage ich jetzt mal so. Weil in Daggerfall selber ist das ja die Drachengarde oder Ritter des Drachen. Oder so ähnlich irgendwie. Ne, hier war schon richtig, okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Und hier sind ja dann die Ritter der Rose. Oh, das Ding wird viel wert sein. So. Hier ist keine Tür. Erstmal alles wieder mitnehmen. Und hier runter. Ja, lohnen sich die Wege echt. Hier war bisher jetzt... Auch keine Geheimtür. Doch, da hinten war eine. Ach stimmt, das war das hier. Wo kommst du denn her? Der ist neu. Also, dass der da dann... Hinterher kam quasi, sage ich jetzt mal. So. Der hat nichts, aber wieder einlagern. So. Alles erstmal raus. Das weg. Ich glaube, hier werden wir so oder so irgendwann noch mal hin müssen. Ich glaube, wir gehen mal hier unten rum. Ich glaube, finden werden wir hier nichts mehr, weil wir ja schon eh alles gelootet haben. Hier war doch irgendwo eine Tür, oder nicht? Da. Die Tür jetzt auch noch. Sonst gibt es hier gar nichts. Na, wir brauchen hier aber auch ein bisschen mehr andere Quests. Hier geht das im Kreis, aber wir wissen ja, dass hier oben eine Geheimtür sein sollte. Ach so. Und hier ist dann bestimmt der Riese, den wir zu erledigen haben. Da ist er wieder. Ja. Aber hier ist dafür das hier neu. Also neu gespawnt. Hier gehen wir mal nicht runter, weil wir wissen,
dass der auch anders betretbar ist. Und dann fehlt uns nur noch dieser Weg hier. Und schon erledigt, innerhalb von 5 Minuten. Egal. Dann gehen wir zurück nach Verest. So. Und da lang. Wir könnten mal schauen, dass wir vielleicht hier fürs Königshaus auch nochmal ein paar Quests machen. Würde ich sagen, vielleicht als nächstes so gehen wir jetzt eben ab und dann nochmal zum Königshaus hier. So. Ich hoffe, wir sind jetzt ja, okay. Hier wird es dauern, bis wir einen gewissen Ruf erreicht haben. Die trauen uns einfach nicht. Genau. Vielleicht erstmal ein paar Sachen verkaufen. So, wir haben hier ja die Dinger. Und im Süden waren ja auch noch ein paar Läden. Stimmt, wir können noch einmal schauen, ob die jetzt vielleicht den Mithril-Katana haben. Und nicht den Mithril-Dai-Katana. Sondern den normalen Katana. Hier auf jeden Fall noch nicht. Hier aber auch noch nicht. So, hier können wir nichts verkaufen. Aber das alles. Jetzt hier nochmal schauen. Vielleicht hat er schon was in der Richtung. Nee. Leider, leider nicht. Mal schauen, was haben wir noch? Ist nur noch das hier, was wir verkaufen können. Da müssen wir zu einem Juwelier. Oder hier zu diesem einen Pfandladen. Müsste das hier sein, ne? Ne? Hier aber können wir den vielleicht auch noch verkaufen. Mithril hat er auch nichts. Mithril Claymore, ja, aber das brauchen wir nicht. Ach, können wir dem nicht das verkaufen? Okay, dann müssen wir damit wirklich zum Juwelier. Und ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich wurde gerade nochmal angerufen. Waren wir da schon drin? Ich glaube schon, ja. Und wir suchen ja immer noch so einen Laden, wo wir diese Kette hier verkaufen können, diese magische. Wo waren die? Genau, im Wagen, die hier. Die müssen wir doch irgendwo noch verkaufen können. Frage ist nur, wo ist denn der Pfandleier? Da im Süden vielleicht. Im Süden ist er mit Sicherheit auf jeden Fall.
Und dann hier jetzt mal rechts, links. Dann wieder dahin. Hallo Bello. So. Ach, das sind wieder General Stores, genau. Da wollen wir nicht hin. Wir wollten dann mal hier mal schauen. Vielleicht ist da auch endlich der, der Mithril-Katana. Das Mithril-Katana, der Mithril-Katana. Wie heißt denn das richtig? Was ist der richtige Artikel dafür? Ja, hier haben wir es. Der hat wieder so ein Schild. Hier nichts. Ja. Brauchbares hat er nicht. So, im Wagen. Da. Nice. Und wieder 10 Riesen auf dem Konto. Das heißt jetzt Nordwesten. Einmal die Bank aufsuchen. Oh, das wird aber ein Spaß, wenn wir dann irgendwann mit der Summe an Geld nach Sentinel gehen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, können wir vielleicht sogar zwei Wagen haben, dass wir dann insgesamt 1500 Kilo mitschleppen können? Oder einen großen Wagen? Wir haben ja bisher hier ein Small Card. Und ob es vielleicht auch noch ein Grand Card, Big Card oder sowas in der Richtung gibt. Irgendwann werden wir so einen auf jeden Fall brauchen. So. Wo haben wir jetzt die Bank? Da vorne. Boah, da hat es wieder geruckelt. Ah, bis 15 Uhr und wir haben's 15:45. Okay, dann egal. Dann gehen wir jetzt eben ins Schloss. So, hier können wir rein. Ist aber auch ein schöner Park hier, muss man sagen. Ich mag aber auch die Musik, muss ich ehrlich sagen. Und so. Es lädt ein bisschen länger dieses Mal. Boah, warte mal. Ich würde gerne mal was versuchen. Wir machen hier ein Safe Game nochmal. Board Guard says only castle staff and trusted guests are allowed. Ja, wir riskieren es einfach mal. Ja, wir laden da gleich nochmal. Wir werden gleich nochmal laden. Haben sie jetzt zwar verkackt, aber ich wollte es mir hier einmal ansehen, wie das ist. Oh, hier haben die einen Bären drin, ne? Okay, ist auch ein eigener Dungeon im Grunde. Oh. Ja, was bin ich jetzt hier? Immer noch ein Common Citizen. Okay. Das sind die Kerker hier. Alles klar. Und es geht noch weiter runter. Ah, okay. Falltüren.
Okay. So, mal schauen. Haben die hier geheime Türen? Von denen ich wissen wollen würde. Bisher eher nicht. Aber ich finde es jetzt gerade lustig, dass wir hier im Königshaus auch noch ein bisschen Mist bauen. So, ich will nur vorbei. So, hier gibt es bestimmt auch noch irgendwo Türen. Jo. So. Ich will mich nur umsehen, ja? Noch habe ich hier niemanden getötet. Hä? Noch werde ich nicht als Krimineller gezählt, glaube ich. Ah, okay. Gab es nicht noch eine Tür, ne? Ich finde es irgendwie gerade lustig, dass sie mir alle hinterherlaufen. Jo. Und hier hin. Ah, wir werden gleich nochmal laden. Okay, wo führt das denn hin? Hallo. Und tschüss. Ah, okay. Okay, da können wir nicht rein. Dann riskieren wir es mal nicht. Weil wir hätten aus Versehen wahrscheinlich die eine da töten können. Was gibt's denn hier noch? Ach ne, klauen wir nicht. Ab hier kommt jetzt die Dungeon-Musik, okay. Bin nur vorbei. Der hat aber viel jetzt weggenommen. Und jetzt ist er tot. Aber wir sind schon ordentlich weit gekommen, ne? Okay, wir quatschen dann mal mit der da oben. Vielleicht hat die eine Quest für uns. Queen Barencia. Oder er. King Edwire. Battle Mage. Er hat die bestimmt wieder eine Quest. Princess Morgia. Oh, hello Max. Die kennt mich noch. Die mag mich. Die hat jetzt keine Quest für mich. Vielleicht hat er eine. I could use the services of someone of moderate talent, above average discretion and willingness to assume the position of a lowly courier for 663 gold pieces. Are you that person? Yes. Excellent. Here's the Iron Die Katana now. Ethan Greenheart needs to have it in Long Hope and in 10 days. That ought to be just enough time. I hope you will recognize Ethan Greenheart. Just look for a young lady in green. Good luck and thank you. Okay, dann sind wir jetzt mal ein Postbote. So. Und jetzt schauen wir, wo müssen wir es genau hinbringen? At Westier Buckinghaus of Castle Rarest has sent me to deliver an iron die katana to an alien named Ethan Greenheart. I need to have the iron die katana in Ethan Greenheart's hand in 10 days. The young lady in green can apparently be found in a place called
The Hawk House Residence in Long Hope End. Long Hope End. Find Long Hope End. Ah, da hinten. Okay. Dann reisen wir mal dahin. Travel Time 2. Was sagt hier die Uhrzeit jetzt? 7.10 Uhr. Das ist super. Dann fragen wir die junge Dame hier mal, wo denn das hier ist. Last time I checked, it was north of here. Okay, dahin. Dann die junge Dame bestimmt. I had the name somewhere before, but I got no idea where. Er bestimmt. Hello, my friend. The Hawk House Resident. I see, the Hawk House Resident is north of here, I think. Okay, noch weiter nach Norden. So. Ah, hier gibt es auch eine dunkle Bruderschaft. Okay, das ist eher eine längliche Stadt. So. Wo sind wieder Menschen? Da ist eine. Oh, hello, Max. The Hawk House Resident. Listen, I ain't got time for this. Why don't you just kiss off, Max? Okay, die mag mich gar nicht. Aber er bestimmt, hä? Good day, Max. Die kennen mich alle. Ja, got on north of here. Okay, immer noch weiter nach Norden. So. Da können wir die jetzt auch mal fragen. General. I heard you. Oh, you would. I help you if I could. Okay. Da vorne ist schon die Stadtmauer. Aber ich sehe hier keine Menschen mehr. Da ist einer. Eine sogar. So, General. Last time I checked it was, I'd be easiest if I just marked the Hawk House Residence on your map. Ah, okay. Das da. Oder? Ja. Okay, die Lady in Grün müssen wir suchen. Vielleicht da oben? Nein, hier nicht. Okay, das führt nirgendwo hin. Ist das jetzt die Tür nach draußen? Ne, gut. Dann hier. Da ist die Lady in Grün. Das ist die falsche Lady in Grün. Die hier? Ah, good to see you, Max. And the Iron Die Katana, too. Excellent. Here's the 663 gold pieces. I believe you were promised by Advestia Buckinghouse. Nice. Gibt's hier noch mehr zu entdecken? Nö. Dann gehen wir mal wieder. So. Dann wieder zurück nach Bayrest. Was sagt die Uhr? Wieder 7.10 Uhr. Und wir sind gesund. Wir gehen mal darum. Und müssen gleich eventuell sogar wieder vor der Bank läutern. Welchen Ruf haben wir hier? Citizen. Normal. Okay. Citizen geht. Ich hätte gerne aber trotzdem irgendwie einen besseren Ruf hier. Obwohl, vielleicht macht es am meisten Sinn, in Sentinel zu gehen, nach Sentinel zu gehen. Ah, hier haben wir wieder einen Schmuckladen. Hier hätten wir den einen verkaufen können. Das magische Ding. Falsche Taste.
So, und jetzt mal kurz schauen. Achso. 8 Uhr. Also eine Stunde können wir warten. So, achso. Erstmal wieder hier da drauf. So, 11.000. 5, 8. Hier. Wir haben schon bald die 200.000. Und dann könnten wir eigentlich aus dem Geld uns ein Schiff holen. Aber ich würde sagen, auf das Schiff warten wir erstmal, bis wir 250 oder 300.000 haben. Ich glaube, dann würde es am meisten Sinn machen. Weil wir dann für den Fall sollten wir noch irgendwie irgendwas anderes so kaufen müssen oder sowas. Und das ein bisschen teuer ist. Dass wir immer noch ein bisschen Geld auf Tasche haben. Aber wir gehen da jetzt nochmal rein. Ich hoffe, die haben jetzt auch noch geöffnet. Palast hat Öffnungszeiten, finde ich auch super. So, und jetzt können wir. Oh, it's my old career. How charming. How may I help you? Okay, der hat jetzt keine Quest. Was mit ihr? I need someone to bring a certain item to a contact of mine in Greybrook. You will receive an item in return if you bring that item back to me. I will happy to reward you with 672 gold pieces. Do you agree? Natürlich. Very good. Take this bar of gold and bring it to a certain woman in blue called Victivira Gerton in a place called the Yimfult Residence in Grebra. You will need to move quickly. Victivira Gerton isn't in the habit of waiting around for laggard couriers. Very well. Good luck to you, Max. I will expect you back in 165 days. Was? Wo muss ich? Die fragen wir erstmal lieber nicht. Vielleicht kriegen wir noch eine Quest so aufgedrückt. So, so. Okay. Also die Quest brauchen wir nicht. Die können wir ignorieren. Princess Morgia of Varys has sent me to an associate of her, Victoria Gerton, of the Yumfeld Residence, Greybra. Greybra. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal vielleicht ein Safe Game. So. Greybra. Ist das das? Ist das Greybra? Ist das das richtige Greybra? So hoffe ich. Da sind Menschen. Ah, ist sogar... Okay, schon eine Stadt, eher, aber ohne Mauer. Good day to you, Max. The Yumfield Residence. Yeah, gotta go. I'd be easiest if I just mark... Ah, oh, perfekt. Die lieben mich alle. Okay, ganz im Norden. Hier ist es anders als in Daggerfall, also in der Stadt oder in der Provinz Daggerfall. Da bin ich schon leichter Krimineller, weil ich einmal hier auf offener Straße geschlafen habe. Welchen Ruf habe ich? Immer noch ein Common Citizen. So, wie weit noch? Okay. Dann müsste es hier irgendwo sein. Ich glaube, das hier ist es.
Wo ist denn der Eingang? Hier. Fangen wir mal hier an. Okay, oben glaube ich eher nicht. Ist die das? Marvelous Max, I do adore gold, don't you? Well, you'll get your share once you've returned this particular rap to Princess Morgia. I hope you remember the way back to Weyrest. Perfekt. Und er? Okay. Ich will jetzt hier auch, mich auch ein bisschen umsehen. Obwohl, hier gibt's nicht viel. Aber wir können jetzt... Falsche Taste. Zurück nach Weyrest. Oh. 10.06 Uhr. Perfekt. Und es ist kein Winter mehr. Es ist Frühling. Was war das denn? Aha. As you fend off your assailant, you feel something brush against you from behind. You glimpse a figure running away before your attention is forcibly returned to keeping yourself alive. Letter dead or alive, Theodorian Kingsley. Okay. Oh, wieder. Ja. Okay. Jetzt wollen wir mal die Dinger hier lesen. Dead or Alive, Theodorian Kingsley. Gwininja Kinghart, the Marquis and Nord named Max Dios II, who will pick up a rap from the Yimfield residence. Bring the rap to me. The courier is of no importance, dead or alive. Und hier dasselbe wahrscheinlich. Okay, wahrscheinlich wegen diesem Item, das ich mir geholt habe, von der Quest, wollten die mich jetzt ausschalten. Aber wir sollten mehr solcher Quests machen. Die sind spannender als die Dungeons, finde ich, aktuell. So. Dann schnell darüber. Ne? Und rein. Aber ich bin immer noch ein normaler Citizen. Keiner greift mich an. So. Good to see you, Max. How can I help you? Excellent, Max. You've returned with my enchanted rap as promised. I heard that you ran into some trouble on the road, and I was beginning to worry that you were lost to us. As a token of my appreciation for a job well done, I am adding a magic amber to the 672 gold I originally promised. I'm sure we will make use of your services again in the near future. Thank you. Excellent, Max. You've returned with my extra... Yeah, das hatten wir schon. Also. Okay. Dann schauen wir uns nochmal an, was haben wir jetzt hier an Items? Den können wir jetzt verkaufen eigentlich. So, ist das hier besser? Nee. Ist hier irgendwas besser als das, was wir haben? Mithril Broadsword. Und der hat 6 bis 15 Damage. Und der 4 bis 15. Der hier ist besser, finde ich. Können wir die anderen Sachen hier jetzt mal verkaufen. Aber... Eine Sache haben wir aus Adamantium, der Rest ist Mithril, Stahl, Elfen oder Zwerge. Ja, okay. Wir gehen erstmal verkaufen und dann machen wir weiter hier Quests. So.
Dann suchen wir mal noch einen Laden. Warte mal, haben wir noch die Briefe hier? Theodorian Kingsley. Kann es sein, dass wir jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger gejagt werden von denen? So. Dann wollen wir hier rüber. Und da vorne müsste laden. Ja, da ist der General Store. Dann verkaufen wir dem mal ganze andere Krams. Gucken wir uns mal an, was hat der hier so im Sortiment. Ja, bisher noch nichts, was ich haben will. So, die Richtung. Da sind wieder zwei Läden, die wir zu besuchen haben. So. Den können wir den Rest verkaufen. Haben wir noch irgendwas im Wagen? Nö. Im Wagen haben wir nichts Neues. Hier hat er nichts. Auch nichts. Vor allem der hier gibt jetzt auch plus 15 Schutz. So, dann gehen wir hier noch mal rein. So, das ist alles Chain. Ground Shield. Leider nichts, was ich haben will. So, was haben wir noch zum Verkaufen? Hier zwei dieser Dinger. Leather Boots. Warum habe ich die jetzt nicht verkauft? Kann ich die Leather Boots nicht verkaufen? Hier. So, dann im Süden müsste noch ein Laden da vorne sein. War doch der hier, ne? Ja, hier die Ingredients, die wir haben. Die Dinger können wir auch. So, im Wagen haben wir aber... Okay, im Wagen haben wir wirklich nichts. Nur die Potions wahrscheinlich. So, nochmal schauen. Haben wir noch irgendwas? Nope. Dann gehen wir nochmal zum Palast. Ich will nochmal so eine geile Quest haben. Irgendwer hat da bestimmt so eine geile Quest. Wie ist unser Ruf? Common Citizen immer noch. Okay. Ich glaube, das wird dauern, bis wir einen besseren Ruf in der Stadt haben. Oder in dem Land, in dem Bezirk, Bereich. Ich muss aber auch sagen, die Quests sind auch deutlich besser als die von den Gilden. Hat der wieder eine? No. Oder die hat bestimmt eine. Hello Max, I'm Elysiana, King Edward's child and they're here apparent to Varys. Perhaps you could help me out of a bit of an embarrassing predicament. The senior member of the Elder Council, my father's good friend Lord Castellian, has left court on holiday and I forgot to return a cloak I borrowed from him.
If it isn't too much of a bore to you, would you mind bringing it to him in the Wickham Farmstead? I could offer you a lovely ring as payment. Okay, komm, machen wir. How frightfully nice of you to help a silly girl like myself. Here's the rope. Now it's very important that my Lord Castellan has the rope soon. He is at one of his houses, the Morton residence in the Wickham Farmstead. Lord Castellan shouldn't be too hard to find. Just ask around for him or for the Morton residence and give him the rope. I do really appreciate this, Max. It really shouldn't take you longer than 5 days to get to the Wickham Farmstead and back, so I'll see you then. Okay, machen wir. Einfach mal eine Robe wegbringen. So. Jetzt nochmal genauer schauen. Prinzessin Lisa heißt erstmal, ne? Broke to the elder member of the rarest elder council. Located at the manor in the Wickham Farmstead. The Morton Residence. Wickham Farmstead. Wickham Farmstead? Da hinten? Ja, 2 Tage reicht das? Okay. Oh, hier werden wir den wahrscheinlich niemals finden. Das wird ja ewig dauern, bis wir den gefunden haben. Wir versuchen es hier mal. Vielleicht ist es das. Wer weiß. I don't have time for your type. Okay, dann halt nicht. Irgendwo muss er doch sein, oder? Ist er das? A gift from Lady Elysiana. Thank you, Max Deus II. A fist fits me like a glove. You feel a tearing sound, as if the fabric of reality were being ripped open. Was? Ich habe ihn jetzt aber nicht getötet. Was ist das denn? Leave this place, little Nord. We have come to claim Lord Castellan. You have done your part by delivering his funeral short, which summoned us. Was? Dread? Das ist eine Dreadra? Oha. Und mit Mithril konnten wir die ausschalten? Aber okay, interessant, dass die hier auch nackt rumlaufen. Da ist ja noch einer. Will ich hier aber gerne noch ein bisschen gucken. Da sind mehrere. Jo. Was? Was mit denen jetzt? You shall pay for killing my liege lord. Was? Okay, nein! Und wir haben nicht gespeichert gehabt. Welche Quest haben wir jetzt zuletzt? Ach nö. Wir haben erst hier gespeichert, okay. Jimfeld. Warte, was jetzt? Jimfeld? Jimfeld Residence Greybra. Okay, zurück nach Greybra. Greybra war. Greybra? Da oben. Dann machen wir das jetzt eben schnell nochmal. Das war ganz im Norden, das wissen wir ja noch. Oder? War das hier im Norden? Ja, das war ganz im Norden. Oh, toll. Alles wieder von vorne. Aber ey, ich habe da gerade richtig gefeiert. Daedra. Die ersten daedrischen Gegner. Also daedrische Succubu oder Succubi.
Und gleich speichern wir mal öfters. So. Genau. Dann hier lang. Dann war es das Haus. Ich hoffe, wir kriegen die Quest noch wieder. So, wo war denn der? Da oder die? Hier? Ja, da kennen wir. Und nochmal zurück. Falsche Tür. Falsche Tür. Das war das Ausgang. Und zurück nach. Hä? Ich habe das hier angeklickt. Nach Verest. Und. Ach nein, warte mal. Nein, wir haben den Stil geerdet. Ja. Okay, den. Der geht auch in Ordnung. Das lassen wir mal da. Aber dafür. Nein. Egal, wir machen trotzdem jetzt hier ein Safe Game. Wir hätten vorhin hier schon ein Safe Game machen sollen. Ich hasse das gerade, wirklich. Dass ich zu dumm war zum Speichern. So, gehen wir mal darum. Naja, wenigstens haben wir jetzt nur dieses eine, ein anderes Mithril-Ding. Ich hätte gern die den Torso-Rüstung gehabt, aber okay, dann ist es halt so. Dann ist es halt so jetzt. Ah, da sind wieder Feinde. Boah, ich hoffe, die haben jetzt auch Mithril. Die sollen aber ein bisschen näher kommen, weg von den Zivilisten. Autsch. Nee, hat er nicht, aber... Das können wir auch anziehen. Jo. Okay. Trotzdem jetzt nochmal ein Safe Game machen. Das kann sein, dass wir vielleicht jetzt nochmal attackiert werden und drauf gehen. So, jetzt let's. Dieses Mal haben wir es ein bisschen besser hingekriegt. War doch bei ihr, hä? Ja. Text kennen wir ja. So. Hä? Okay. Die haben mich immer noch attackiert. So, einmal raus. Die haben mich bis da drinnen attackiert. Also verfolgt. Ich glaube, wir gehen nachher mal in eine Taverne. Vielleicht bis... wir verkaufen erstmal unseren Scheiß. Beziehungsweise das verkaufen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!